Tja, liebe Niedersachsen, liebe Freunde, ich freue mich sehr, dass ich heute die Gelegenheit habe, sozusagen stellvertretend für die Niedersachsen im Deutschen Bundestag auch ein paar Worte an euch zu richten. Liebe Freunde, gestern ist wieder eine harte Woche in Berlin zu Ende gegangen. Heute wollen wir alle gemeinsam ein klein wenig trinken und feiern. Allerdings, wer gestern dabei gewesen ist, bis gestern in Berlin, der weiß, dass die Lage, in der wir uns befinden, und das müssen wir realisieren, auch wenn wir heute feiern, müssen wir wissen, dass die Lage sehr ernst ist. Sie ist ernst für unser Land, sie ist ernst für unsere Partei und sie ist ernst letzten Endes für jedes einzelne Mitglied der Alternative für Deutschland. Liebe Freunde, wer bis am Freitag auch in der letzten Woche wieder in Berlin gewesen ist, der weiß sehr wohl, dass es den Altparteien in keiner Weise daran gelegen ist, einen politischen, einen demokratischen Diskurs mit uns zu führen. Diese Zeiten, wenn es sie je gegeben hat, dann sind sie längst vorbei. Sie sind Vergangenheit. Nein, die Altparteien haben inzwischen etwas anderes im Sinn. Sie haben uns tatsächlich den Krieg erklärt. Sie haben erklärt, dass sie uns bis aufs Blut bekämpfen wollen. Sie erklären, dass dieser Krieg ein Vernichtungskrieg werden soll. Liebe Freunde, und wir sollten uns zu jeder Minute, in jeder Stunde darüber bewusst sein, dass dieser Krieg, den die Altparteien gegen uns führen, ein sehr asymmetrischer Krieg ist, ein Krieg, der so asymmetrisch ist, wie er nur eben sein kann. Und ja, es hat in der Geschichte große Feldherren gegeben, die asymmetrische Kriege geführt und trotzdem gewonnen haben. Aber das geht eben nur dann, wenn man strategisch denkt, wenn man mit 1000 Mann einem Heer von 10.000 gegenübersteht, dann muss man strategisch denken, um zu gewinnen. Und deswegen sage ich, auch wir müssen lernen, strategisch zu denken. Und wenn man mit 1000 Mann 10.000 gegenübersteht, dann muss man nicht nur strategisch denken, sondern man muss seine Reihen fest geschlossen halten. Und deswegen sage ich, lasst auch uns die Reihen schließen. Lasst auch uns dafür sorgen, dass kein Zwist unseren gemeinsamen Kampf beeinträchtigt. Das muss der Vergangenheit angehören. Liebe Freunde, wir wissen ganz genau, und das muss uns in jeder Stunde bekannt sein, dass die Altparteien diesen Krieg, den sie gegen uns führen wollen, mit allen Mitteln führen werden. Sie werden wie schon einmal, damals, als sie den Kampf gegen die Republikaner geführt haben, werden sie bis an die Grenzen des Rechtsstaates, bis an die Grenzen der Rechtsstaatlichkeit und weit darüber hinausgehen. Das muss uns bewusst sein. Ja, Rechtsstaatlichkeit wird es jedenfalls dann wieder geben, wenn wir eines Tages mit in der Regierung sitzen. Aber bis dahin ist es noch ein langer und harter Weg. Liebe Freunde, im Moment sieht die Situation etwa so aus, dass in Berlin die ganze Truppe angeführt wird von einem sozialistischen U-Boot, von der FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda. Die Trommeln werden geschlagen von denen, die dieses Land bewusst kaputt machen wollen, und tanzen tun im Takt die armseligen und feigen Opportunisten. Das ist die Situation unseres Landes. Und deswegen sage ich euch, ja, lasst uns heute feiern. Lasst uns heute zusammen trinken,
Lasst uns heute entspannen und uns vorbereiten. Aber morgen, liebe Freunde, morgen werden wir den Kampf wieder aufnehmen. Morgen werden wir den Kampf wieder aufnehmen für unser Land, für unsere Freiheit, für unsere Demokratie und für die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit. Vielen Dank.